So, da sind wir auch schon bei der vorletzten Aufgabe, nämlich besuche Orientierungspunkte im Verlauf eines Matches. Und zwar 5 Stück. So, ihr hört schon die neue Musik. Das ist die aus dem Item Shop. Ob die noch da bleibt, kann ich nicht genau sagen, aber zurzeit finde ich sie eigentlich ganz okay. Schreibt einfach mal in die Kommentare, ob die Musik eher nervig ist oder nicht. Dann entscheide ich halt, ob ich doch wieder eine andere nehme. Weil auch beim Livestream, wo ich gerade auch drin bin, da sind auch so Zwiespalts, teils, teils halt. So, worum es eigentlich geht, klar, die Aufgabe, dazu kommen wir gleich direkt, aber für euch gibt es eine gute Nachricht, ihr könnt einen Skin gewinnen. Nämlich am Sonntag um 15 Uhr. Also einfach am Sonntag um 15 Uhr im Stream sein, gern natürlich abonnieren und die Glocke aktivieren, weil dann weißt du auch, wann es losgeht. Und verpasst auch die anderen Streams nicht, wegen Custom Games etc. pp. So, aber was du auf jeden Fall machen musst, ist bitte mir eine Freundschaftsanfrage schicken. Warum, werde ich dir gleich direkt zeigen, aber ich zeige dir erstmal, wo du die eingeben müsst. Wie gesagt, hier oben links, Freunde hinzufügen, dann YT, Unterstrich, Family, Hack, dann auf Abschicken. Natürlich kann ich mir selber keine schicken, aber so musst du das halt dann machen. Dann zeige ich dir kurz, warum ich das Ganze mache. Wenn du zum Beispiel was gewinnst, dann muss ich dir den Skin ja als Geschenk schenken, beziehungsweise schicken. So, dann stehst du ja irgendwo hier in dieser Liste. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist aber, wie zum Beispiel, ne, ich nehme diesmal einen anderen Namen, Shun Shui. Der könnte zum Beispiel heute keinen Skin gewinnen, sondern erst in, ich sage jetzt mal, wenn er mir direkt die Anfrage geschickt hat, erst in 48 Stunden. Deshalb bitte direkt die Freundschaftsanfrage schicken, weil ansonsten kann ich den Skin erst, wie gesagt, seitdem ich das dann angenommen habe, 48 Stunden später erst den Skin schenken. Deshalb ist es diesmal auch am Sonntag und nicht morgen. So, dann natürlich, wenn du mich unterstützen willst, gern meinen Creator-Code benutzen, auch YT-FamilyHack. Und nochmal an alle, wenn ihr meinen Creator-Code benutzt, gerne immer wieder auf Annehmen gehen, nicht dass er irgendwann mal nicht drin steht, und ihr könnt diesen Code komplett bei allen Epic Games benutzen, also wirklich bei allen. Dann hat Epic ja zurzeit diese 10-Euro-Aktion, 10-Euro-Aktion, wo ihr einen Gutschein bekommt, wenn ihr da bestimmte Spiele kauft. Auch da einfach mal in meiner Videoliste gucken, da habe ich ein extra Video zugemacht. Also, wenn ihr da einen Gutschein haben wollt, gerne auch da mal vorbeigucken. Wie gesagt, immer auf Annehmen, das Ganze ist hier unten rechts eigentlich ganz einfach. So, damit haben wir alles soweit erledigt. Die Aufgabe werde ich in Gruppenkeile machen, weil da haben wir die Gegner auf der anderen Seite der Map und man hat eigentlich relativ seine Ruhe. Ich werde euch natürlich gleich, wenn wir die Map haben, sofort erklären, was eigentlich Orientierungspunkte sind. Weil wir haben ja die normalen Städte, wo die Namen stehen, wo immer steht benannte Orte. Und jetzt haben wir ja auch die neuen Orientierungspunkte. Im Prinzip sind das halt, wie der Name schon sagt, Punkte, an denen man sich orientieren kann. Wie zum Beispiel der Leuchtturm. Ist natürlich jetzt hier auf der Map das deutlichste, würde ich so behaupten. Aber, ja doch, wir müssen sogar zum Leuchtturm. Im Prinzip sind das alles die Orte, die so zwischen den Städten sind. Also hier zwischen ist ein Orientierungspunkt, da ist ein Orientierungspunkt, hier oben ist ein Orientierungspunkt, da ist ein Orientierungspunkt. Immer so zwischen den Städten, auch hier, überall wo halt ein Name aufpoppt, außer halt bei den Städten, wo klar und deutlich der Name schon da steht. Wie gesagt, wir fliegen jetzt erstmal zu dem Leuchtturm. Da haben wir schon mal definitiv den größten Orientierungspunkt in dem Sinne. So. Und von da aus wandern wir einfach mal quer über die Map. Und dann werdet ihr nämlich auch schon sehen, was ich meine mit Orientierungspunkten. Weil an dem Leuchtturm kann man sich ja orientieren. Ist halt genauso, der Mond zum Beispiel ist halt für uns generell auf der Erde ein Orientierungspunkt. Ist einfach so. Oder auch die Sonne. Ja, der Mond noch nicht mal, der Mond ist ja immer woanders. Die Sonne auf jeden Fall. Weil da können wir ja bestimmen, ungefähr wie viel Uhr es ist und auch welche Richtung gerade vor uns liegt. So, jetzt hoffe ich auch, dass das zählt. Zack, da haben wir schon einen von 5 gefunden. Und holt euch natürlich ein bisschen Baumaterial mit, weil dann könnt ihr euch immer ein bisschen hochbauen und schneller weiter wandern. So.
Ja, hör auf zu lecken. Und warum lande ich hier außen? Weil wir natürlich außen auf der Map sind und gleichzeitig direkt schon darüber fliegen können und den nächsten Orientierungspunkt haben. So, dann nehme ich hier hoch. Und deshalb die Baumaterialien mitholen. Ganz wichtig halt. Und zack, fliegen wir hier rüber. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt nochmal ein einzelner Punkt ist. Zack, haben wir schon den zweiten. Ich weiß halt nicht, ob da oben die Stadt jetzt, ob das hier ein großer Punkt ist. Weil hier sind ja mehrere Häuser. Aber so haben wir definitiv schon mal zwei. Aber ihr braucht im Prinzip nicht viel machen. Im Prinzip rennt einfach im Gruppenkeiler einmal über die Map, ohne halt wirklich in die Hauptstädte zu rennen. Und dann habt ihr es eigentlich schon ganz einfach geschafft. Ich würde nämlich sagen, hier war auch noch ein Orientierungspunkt. Da gehe ich jetzt einfach mal aufs Haus drauf. Wie gesagt, ich habe jetzt keine bestimmte Route. Ist nämlich eigentlich egal, wo ihr hergeht. Hauptsache, ihr geht quasi nicht in die Hauptstädte rein. Boah, mein Internet ist ja mal richtig on fire heute. Zack, zack, zack. Wie gesagt, immer Baumaterial ein bisschen mitholen, weil ihr natürlich so direkt schneller darüber kommt. So. Wie gesagt, ist halt wieder zwischen zwei Städten. War noch zu wenig. Bauen wir uns halt nochmal hoch. Wie gesagt, das Ganze muss halt, glaube ich, warte, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Muss gleich nochmal gucken, ob es in einer Runde sein muss oder insgesamt. Aber ich meine in einer Runde. Wie ihr seht, jetzt haben wir schon 3 von 5. Ihr dürft halt wirklich nur nicht in die Städte laufen. Ihr müsst euch halt ein bisschen bewegen. Ich hole jetzt hier nur gerade noch schnell ein paar Baumaterialien, damit wir schneller vorankommen. Zack, 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 zack. Ja, die EP muss ich so mitnehmen. Auch wenn es eigentlich jetzt nichts mehr gibt. Weil Level 100 haben wir dann heute erreicht. Eine Pistole hole ich mal mit. Wer weiß, wofür es noch gut ist. So, da ist schon die Stadt. Dann müsste der nächste Punkt quasi da sein. Aber da ist zu weit weg. Ich glaube, da ist aber auch schon einer. Wie gesagt, einfach nur nicht zu den Städten rennen, die einen Namen haben. Und klar, es gibt bestimmt auch Orte, wo du drei, vier Punkte nebeneinander hast. Aber ich wollte euch einfach mal zeigen, was generell Orientierungspunkte sind. Und so hat man sehr auch easy. Ich weiß nicht, ob das hier jetzt ein Orientierungspunkt ist, weil im Prinzip ist es ein Parkplatz. Ja, ist auch nur einer. So, dann die Brücke ist, glaube ich, definitiv einer. Aber wir rennen jetzt einfach mal Richtung Zone. Und ich wette, wir kriegen die letzten zwei noch. Allein nur durch rumlaufen. Einfach so auf Verdacht behaupte ich das jetzt. So. Ah, was habe ich gesagt? Die Brücke ist safe. Ah, Francie. Ich glaube, ich gehe doch auf den Berg rüber, weil sonst sind wir wirklich schon drin. Aber hier ist halt definitiv einer, das weiß ich. Weil es ist halt einfach, da ist halt was, aber keine richtige Stadt. Und das bedeutet halt einfach, es ist einfach nur ein Orientierungspunkt. Weil wenn man auf die Map guckt, ja, oberhalb, wo Francie Farm ist. Wisst ihr, was ich meine? Und zack, genau da müsst ihr dann hin. Das sind halt einfach die Orte zwischen den Orten. Und zack. Ich weiß nicht, was seine Mission da oben ist. Zack. Oh, dieses Gelege. Ja, bleibt doch stehen. So, und damit habt ihr die Aufgabe nämlich auch geschafft. Wie gesagt, im Prinzip einfach nur, ihr habt es ja jetzt gesehen, vom Leuchtturm hier rüber, darüber, einfach zwischen den Städten hergegangen. Ich hätte auch hierher gehen können oder hier zwischendurch oder da zwischen. Ihr werdet halt safe fünf Orte finden. Also da sehe ich eigentlich überhaupt kein Problem. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon mit dem Video. Wie gesagt, gerne ein Abo dalassen, wenn ich dir schon öfters geholfen habe. Dann eventuell den Creator Code
und sei natürlich am Sonntag um 15 Uhr im Livestream, falls du einen Skin gewinnen willst. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich auch und in dem Sinne, haut rein.